Hallo Leute, willkommen zurück bei Stranded Deep. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Der Mond ist dort. Okay, das heißt, es dauert noch einen Moment, bis die Sonne aufgeht. Das Problem, was ich jetzt sehe, ist, wenn ich jetzt losfahre. Ey, nimm das Paddel mit. Wenn ich jetzt losfahre, dann werde ich keine Schiffe sehen, keine Schiffswracks. Ist aber erstmal nicht so schlimm, weil wir kommen ja auch noch zurück. Also wir fahren jetzt zu der Insel dort drüben hin. Und werden schauen, ob wir dort irgendwas finden. Da ist ein Hai. Oh, die Haie. Also nachts sieht man die Haie schlecht. Ist doch ein Hai, oder? Ich glaube schon. Oder ist es hier ein Schatz? Nee, ist nur ein Stein oder so. Okay, wir fahren darüber. Ich bin mir nicht ganz sicher, nämlich, ob das meine Startinsel war oder die. Deswegen fahren wir jetzt dorthin. Da bin ich mir nämlich sicher, dass wir auf jeden Fall noch Items finden werden. Zum Beispiel Steine. Palmleaves. Ich überlege, ob ich auch Palmblätter mitnehmen soll. Ob wir das Inventar einfach so richtig voll kloppen. Ich glaube schon. Ich würde schon sagen, dass das sinnvoll ist. Denn wenn wir uns ein Bett bauen, können wir, wie gesagt, immer die Dingens überspringen. Die Nacht und so weiter. Ist gar nicht mal so schlecht. Außerdem gehört ein gutes Bett zu einer schönen Base. Also bauen wir uns ein Bett, oder? Wer ist dafür, Leute? Ne, das waren meine Wellen wieder. Okay. Ich dachte, da ist vielleicht ein Boot. Ne, komm, lass dich jetzt nicht ablenken, Grants. Einfach weiterfahren. Kurs halten. Auf den Sonnenaufgang warten. Und dann bin ich wirklich sehr gespannt, ob wir irgendwas Schönes auf dieser Insel finden werden. Wie wär's mit Wally? Ich vermisse meinen alten Freund Wally. Wer von euch mochte Wally auch? Der soll mal in die Kommentare schreiben, ob ihr ihn auch so sehr vermisst. Oder haut einfach den Daumen nach oben, falls ihr sagt, yo, Wally, das ist ein cooler Kerl. Da ist eine Boje. Ah, okay, die können wir immer schön als Dingens nehmen. Als Markierung, wie wir wieder nach Hause kommen. Da hinten schwimmt schon wieder ein Hai. Den erkennt man wieder 1000 Meilen gegen den Wind. So, das bedeutet die Boje. An der müssen wir nachher wieder vorbei. Das ist schon mal wichtig. Das ist gut zu wissen. Okay, Schätze oder so sehen wir hier allerdings noch nicht. Den Hai lassen wir einfach mal Hai sein. Den Hai lassen wir Hai sein. Und zwar Hai mit H-A-I, nicht mit I-G-H. Nicht, dass ihr euch da wundert. Hat aber eine sehr große Finne. Der hat wirklich eine sehr große Finne. Ich will mir den mal anschauen. Der ist doch größer als sonst, oder bin ich doof? Der kommt genau auf mich zu. Was ist das für einer? Da kommt der, ich würde mir den gerne mal anschauen. Es gibt hier doch nur Tigerhaie, ne? Ne, das ist doch kein Tigerhai. Das ist mega lo... Das ist ein... Au, das ist ein weißer! Das ist ein weißer Hai! Es gibt weiße Haie hier auch noch! What? Das wusste ich nicht mal. Alter, wenn die... Da... Oh ja, okay. Nee, ich hau ab. Leute, es gibt weiße Haie hier in diesem Spiel. Habt ihr das gewusst? Ich nicht. Dürüm. 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 Krasse Sache, ey. Ich frage mich, ob die aggressiver sind oder was anders ist an denen. Das erste Mal, dass ich einen weißen Hai gesehen habe. Ich habe nur die Rückenflosse gesehen und dachte so, das ist doch kein Tigerhai. Das ist doch kein Tiger. Das ist doch kein Tiger. Warte. Nee, ach so, das hat nur geladen. Lass mich immer so schnell ablenken. Immer in der Hoffnung, dass wir vielleicht ein versunkenes Boot sehen oder so. Aber ob ich jetzt hier ins Wasser steigen sollte, ist eh eine andere Frage. Ohne Messer. Ich habe ja noch nicht mal mehr ein Messer. Darf man auch nicht vergessen. Mein Messer ist kaputt gegangen. Ihr habt es mitbekommen in der letzten Folge wahrscheinlich. Und jetzt sind wir auf dem Weg auf die andere Insel, um ein bisschen Steine und so Geschichten einzusammeln. Einfach nur, damit wir wieder ein bisschen was an Equipment haben. Immer mal ein bisschen schauen, ob da Schätze liegen, aber sieht nicht so aus. Da drüben ist noch eine Insel. So, okay. Wir merken uns auf jeden Fall, von wo wir gekommen sind.
Sehe ich hier irgendwo ein Schiffswrack? Nö. Meistens ist aber irgendwo in der Nähe von der Insel ein Schiffswrack. Also vielleicht sollten wir einfach mal nachher Ausschau halten. Einmal um die Insel fahren quasi. So, wir sind von der Insel gekommen. Dürfen wir nicht vergessen. Warte mal, Leute, ich habe eine Idee. Ich glaube, ich habe sogar echt eine gute Idee. Also, wir halten hier erstmal eben. So, und dann würde ich sagen, ich brauche mal eben Dingens hier. Sticks. Habe ich hier keine Sticks auf dieser dreckigen Insel? Erstmal aggressiv werden. Oh, die Insel ist so ähnlich aufgebaut wie die, auf der wir Wally damals gefunden haben. Vielleicht haben wir ja Glück und finden einen neuen Freund. Wally! Ja, war schon lustig, ey, wie wir Wally gefunden haben. Ich dachte, ich gucke nicht richtig. Kann doch nicht sein, dass hier keine da liegt ein Stick. Okay. Okay, da liegt also ein Stick. Ah, hier liegt übrigens ein Stein. Den nehmen wir schon mal mit. Den würde ich nämlich gerne... Steine brauchen wir auf jeden Fall, nämlich. So. Wir sind jetzt von hier gekommen. Ach, hier lag direkt ein Stick. So, wir sind von der Insel gekommen, richtig? Ja. Das bedeutet, wir legen mal hier einen Stick hin. Und zwar so, dass der auf die Insel zeigt. Und damit ich weiß, dass ich den gelegt habe, lege ich so zwei Sticks parallel nebeneinander. So, damit ich hier schon mal weiß, da geht's nach Hause. Das zeigt nicht genau dahin. Das muss hier alles... Muss alles seine Richtigkeit haben, Leute. So, ja, da geht's nach Hause. Okay. Oh, warte mal, da vorne ist eine Truhe, oder? So. Okay, ist ja wohl zu erkennen, welche Insel gemeint ist. Oder ist es nur ein Fass? Ah, das ist nur ein Fass. Okay, schade. Na gut, okay, alles klar. Wir sammeln erstmal die Steine ein, würde ich sagen. Denn wir haben bald auch keine Axt mehr. Die Axt, die wird bald kaputt gehen. Wie sieht's aus mit Essen und so? Oh ja, doch ein bisschen Durst habe ich. Wollen wir mal schauen. Kokosnüsse, hallo? Ja, hier. Zack, zack, moin. Das ist eine Kokosnuss. So, Steine nehmen wir natürlich auch. Jetzt bin ich am Überlegen. Mit der Axt. Halt, warte mal, bevor wir jetzt irgendwas anderes machen. Ich habe ja gar keine Lashings. Oh oh. Ich muss mir schnell Lashings besorgen, damit ich mir schnell eine neue Axt noch herstellen kann. Da liegt noch ein Sticky. Sonst komme ich niemals an die Palmwedel ran. Lashings. Komm, hier wird ja wohl irgendwo eine Yucca stehen. Da hinten, ich sehe sie. Okay, schon mal gut zu wissen. Oh, hier ist noch gar ein Schiffswrack auf dem Dingens. Aber keine Kiste, so wie es aussieht. Nein, keine Kiste am Start. Schade. So, dankeschön. Lashings haben wir wieder neu. Die können wir aber direkt hier droppen. Und auch einen Stein. Und dann machen wir uns nämlich eine neue Axt. So, siehst du wohl. Zack, jetzt sind wir alle glücklich. Die Lashings lassen wir aber hier. Sticks brauchen wir eigentlich nicht, oder? Ich glaube nicht. Nehmen wir erstmal die Axt. Und dann würde ich sagen, wir hacken hier die kleineren Palmen um. Dann nehmen wir ein paar mit, damit wir uns Betten herstellen können. Oder was heißt Betten? Ein Bett sollte ja reichen. Wir sind ja nur eine Person. Ich erwarte nicht, dass wir noch irgendwie hier Freunde finden werden. Außer Wally halt. Aber Wally, ja, müssen wir schauen, ob wir den finden. So, wenn wir die haben, ich weiß nicht, wie viele wir mitnehmen sollten. Ich würde sagen, 12 von diesen Palmwedel können wir auf jeden Fall bedenkenlos einsammeln. So, zack, zack, zack. Liegen hier noch Steine? Ich sehe keine. Hier ist irgendwo ein Hai. Hab den schon gehört, da vorne ist er. Ah, wegen dem Dingens können wir nochmal schauen. Wegen dem Schiffswrack. Hier muss irgendwo noch ein Schiffswrack sein. Am liebsten würde ich ja auch noch eigentlich zu einer der anderen Inseln da drüben fahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn wir eh schon mal unterwegs sind. Aber ich glaube,
wir sollten erstmal jetzt mit den Palmwedeln dann zurückfahren, weil Palmwedel sind eigentlich nicht so ein wichtiges Item, verschwenden dann aber trotzdem halt unser ganzes Inventar. Und das muss ja nicht sein. So, Palmwedel, zack, zack, zack. Und dann nehmen wir noch eine mit. Nehmen wir noch eine mit. Haben wir noch eine kleine? Ja, da drüben ist noch eine kleine. So. Ja, ärgerlich, dass wir halt so wenig Steine jetzt nur haben. Es war halt nur so ein kleiner Tagesausflug, sag ich mal, zu der Insel hier. Einmal hin, einmal zurück. Und obwohl, wenn unser Inventar jetzt eh so leer ist, soll ich noch ein paar Kokosnüsse vielleicht mitnehmen. Was zu futtern. Oder Stickies lieber. Ich weiß es nicht. Stickies haben wir eigentlich genug, oder? Stickies finden wir auf jeden Fall ja noch so mehr als genug auf den ganzen Inseln. So, zack, zack, zack. Das ist schön. Ja gut, ich sag mal, zwei Sticks können wir noch mitnehmen. Dann haben wir ein Vierer-Pack voll. Das ist gar keine Hai. Das ist ein Schiffswrack. Komm, da gehen wir so hin. Das ist nicht so weit draußen. Vielleicht finden wir hier was Cooles. Vielleicht finden wir hier aber auch gar nichts. Das Spiel mich ärgern. Ist gar keine Kiste hier. Kann doch nicht angehen. Toll. Schiffswrack ohne Inhalt. Das ist bitter. Das ist bitter, Leute. Na gut, okay. Oh, es wird neblig. Das ist auch mies. Shit. Zum Glück haben wir uns hier... Siehst du? Zum Glück habe ich mir da diese Sticks hingelegt. Jetzt weiß ich trotzdem, in welche Richtung ich gehen muss. Oh, ich habe echt Hunger. Ah, warte, wir sind doch hier eher auf einer Insel mit Palmen. Deswegen... Kokosnüsse. Schmecken eh viel geiler. Ach, das ist der Lock. So. Einmal. Ah ne, zack, müssen wir noch reinhauen. So, dann können wir die schon mal trinken. Ah, lecker, lecker, lecker. Und die kloppen wir natürlich trotzdem kaputt. So. Und auch die werden natürlich gegessen. Gleich schwimmt hier so im Nebel ein Piratenschiff vorbei, Leute. Ich sehe es schon kommen. Kein Durst, aber Hunger. Kein Durst, aber Hunger. Das bedeutet Potatoes. Potatoes gehen nämlich einfach schneller als die Dingens, deswegen mache ich das. So, und jetzt, was soll ich denn jetzt noch mitnehmen? Ja, komm, bevor wir jetzt unser Inventar nicht voll kriegen, hau ich halt hier noch ein paar Sticks kaputt. 12 Palmwedel sollten reichen, oder? 12 Palmwedel? Ich weiß gar nicht, was wir damit alles machen wollen. Können wir sogar noch darauf hoffen, dass irgendeine Meerjungfrau aus dem Wasser steigt und uns dann Luft zufächert mit den Palmwedeln. Ich habe hier doch einen Hai gehört. Die Haie grunzen merkwürdigerweise immer so. Ich weiß nicht genau, wie die Entwickler darauf gekommen sind, dass Haie grunzen. Wahrscheinlich einfach nur, damit man aufmerksam auf die Haie wird. Hört sich auf jeden Fall sehr lustig an. Sagen wir es mal so. So, den Baumstamm kriegen wir noch. Dann haben wir auf jeden Fall schön viele Sticks. So, Palmwedel, ich hoffe, die genügen. Und ich muss den Lock hier kaputt hauen. Ist meine Axt, wie sieht meine Axt denn dann schon wieder aus? Muss mir mal ein Messer herstellen. Ich weiß, wie man Messer herstellt, Leute, keine Sorge. Ein paar Leute hatten schon mal in den Kommentaren geschrieben, Grants, man muss doch... Achso, shit, ich bin eh blöd. Ich muss ja noch... muss doch noch das Paddel in die Hand nehmen. Das vergesse ich immer wieder, dass ich ja noch rudern muss irgendwie. Jo, egal. Wir hauen rein. So. In genau diese Richtung sollen wir fahren, um unsere Insel zu erreichen. Und da kann mir auch das Dingens nichts anhaben, der Nebel. Trotz des Nebels werde ich meine Insel finden. So, warte. So, genau. Sehr schön. Wir haben hier ein 1, 2, 3, 4, 5, 6... warte. 1, 2, 3, 8-eckiges Boot. Das bedeutet, ich gucke von hier über diese Kante, dann muss ich 4 Kanten weiter. Zack. So, genau so müssen wir fahren, dann kommen wir wieder bei unserer Insel an. Und genau so ein Teil werde ich einfach bei jeder Insel jetzt hinterlassen.
Denn falls ich mich irgendwann wieder verfahre, verlaufe, wie auch immer ihr das nennen wollt, dann kann ich einfach zu einer beliebigen Insel zurückkehren, auf der ich schon mal war, und werde sofort wieder wissen, in welche Richtung ich paddeln muss. So, und ich sag euch eins, wenn wir jetzt an dem Dingens vorbeikommen, an der Boje, dann wissen wir eh, dass wir richtig sind. Also, ich mache mir diesmal keine Sorgen, dass wir uns verfahren werden. Ich glaube, wir werden das richtig gut meistern heute. Ja, da bin ich, bin da guter Dinge, dass wir das hinkriegen. Boah, wie dunkel das Wasser ist, aber der Nebel sieht auch nice aus. Man kann echt nicht weit schauen. Falls ein Schiffswrack kommt oder so, ist mir jetzt eigentlich erstmal egal. Das Problem ist nämlich, ich muss meinen Kurs halten. Wenn ich meinen Kurs jetzt nicht halte, komme ich nicht mehr nach Hause. Das wäre fatal. Hoffe immer noch, dass wir die Boje sehen. Wenn wir jetzt so richtig schön auf die Boje zukommen und die links liegen lassen, dann sind wir auf einem richtig guten Kurs. Dann mache ich mir keine Sorgen. Dann kriegen wir das hin. Und ich werde mich jetzt auch nicht umdrehen, ob ich die andere Insel noch sehe. Es juckt mir so ein bisschen in den Fingern, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber da ist die Angst, dass ich mich wieder verfahre, ein bisschen zu groß. Da ist die Boje. Oh, okay. Dann bin ich schon ein bisschen vom Kurs abgekommen, scheinbar. Es klart auf, Leute. Ah, doch, das wäre aber gar nicht mal so schlecht, aber ich weiß nicht, wieso ich vom Kurs so abgekommen bin. Beziehungsweise, wieso ich letztes Mal hier auf dieser Seite von der Boje lang geschwommen bin. Aber das passt schon, Leute. Wir fahren zu der Insel, das wird unsere Insel sein. Und, ja gut, falls ich jetzt ein Schiffswrack entdecke, ich kann eh nichts mehr mitnehmen, mein Inventar ist voll. Alles ist voll. Dann merken wir uns einfach, wo das war und schwimmen da wieder hin. Also fahren mit dem Floß da wieder hin. Da, schon wieder ein Wal. Nee, das ist der Marlin. Ist der. Hey, der kann ja wohl nicht meinen. Ich muss gerade sagen, ich hatte gerade Schiss, dass der mir jetzt mein Boot kaputt stechen kann. Stell mal vor, ne? Das ist ja so eine Rettungsdingens, da ist ja Luft drin. Wenn da jetzt irgendwie auf einmal der Marlin ankommen würde. Oh Gott, nicht auszudenken. Sticht er da rein. Und dann kommt der große Weiße. Moin, Grins. Ich hab gehört, hier gibt's frisches Fleisch. So, schön auf Kurs bleiben, dann kann uns nichts passieren. Dann bauen wir uns gleich unser Bettchen. Yay. Und wenn wir das gemacht haben, dann würde ich sagen, können wir den Part für heute beenden. Dann haben wir schon wieder eine sehr lange Folge. Sind das nur... Warte mal. Ist das nur ein Stein oder... Ja, ne? Ist nur ein Stein. Okay, alles klar. Ich dachte schon, dass ich mir hier merken muss, dass wir hier zu einem Boot kommen, wenn wir in diese Richtung fahren. Aber es ist auch mitten im offenen Meer. So tief kann ich, glaube ich, gar nicht tauchen. Ich weiß nicht, ob der so lange die Luft anhalten kann, mein Typ. So, wie sieht es eigentlich hier aus? Ah, ganz gut. Das sieht gut aus. Da müssen wir uns auf jeden Fall noch keine Sorgen machen. Vitalfunktionen sind alle intakt. Kein Problem für einen guten Seemann wie uns. So, hier können wir schon wieder schön ins Wasser schauen. Es ist so komisch, dass das Haus so spät angezeigt wird. Guck mal, momentan würde man noch denken, oh nee, das ist gar nicht unsere Insel. Mist, ich habe mich schon wieder verfahren. Und dann ploppt auf einmal das Haus hier auf. So, ne, hier ist aber nichts, okay. So, dann würde ich sagen, legen wir mit dem Boot einfach direkt hier an. So, dann wissen wir nämlich, dass wir von dieser Insel da gekommen sind. Da hinten ist noch eine übrigens. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare. Sind wir von der Insel gekommen oder von der hier? Es war, glaube ich, eine von denen beiden. Oder war es sogar die? Ne, die war es nicht. Es war, glaube ich, die... Dann könnten wir die hier nämlich noch besuchen. Schreibt es mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, falls ihr das noch nicht getan habt. Dann würde ich sagen, kloppen wir die Steine hier hin. Haben wir nur die drei? Ja. Oh, ich habe alle anderen verballert. Die Palmenwedel, die kommen auch hier mit hin. Die Palmenwedel, die Sticks, die Palmenwedel. Und dann können wir uns ein Bettchen bauen. Und kannst... Nein, siehst du, das kann nicht... In die Behausung. Ich weiß überhaupt nicht, wofür man so eine scheiß Behausung überhaupt baut. Wenn man da eh nicht... Warte. Nein! Ich
Ich wollte nur den einen Lashing hier wegtun. Na gut, okay, nochmal. Bett. Bier, 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 Bett, Bett, Bett. Das tue ich hier hin. So, okay, das sieht doch schön aus. Ich sollte mal wieder mein Zimmer aufräumen. Auch bekannt als meine Insel. Gut, Leute, die Sonne wird jetzt schon wieder untergehen. Wir können aber schlafen gehen. Das ist doch auf jeden Fall schon mal schön. Das bedeutet, wir... Was kann ich denn hier beim Campfire jetzt noch machen? Ach so, nur Axt und Hammer. Okay. Habe mich schon gewundert, weil die auch noch so gehighlightet werden hier. Einen Hammer habe ich hier allerdings noch. Ach so, warte mal. Vielleicht kann ich ja mit dem Hammer noch was machen. Nö. Geht nicht. Ne, nur noch den Support, aber das haben wir schon alles. Gut, der Hammer kommt hier hin. Leute, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle wieder einen Cut für heute. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Denkt dran, mir zu sagen, zu welcher Insel wir noch müssen. Da hinten ist auch noch eine. Von der waren wir doch nicht gekommen. Wir sind von... Ah, doch, von der sind wir gekommen. Ja, alles klar. Gut, also denkt dran, die oder die. Ich glaube, zu der hier können wir noch. Aber ihr wisst das bestimmt wieder besser, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge Stranded Deep, wenn ihr mit dabei sein wollt. Ich würde mich natürlich freuen. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao, ciao.